Und er sagte, alayhi salatu wasalam, wa iyyakum wal kadhib. Und ich warne euch vor der Lüge. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Denn wahrlich, die Lüge führt dazu. Und leider haben wir heute viele Geschwister, die von morgens bis abends lügen. Er schämt sich nicht einmal, über Allah zu lügen. Er schämt sich nicht einmal zu schwören in Lüge, indem er auf Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Denn die Lüge führt zum Frevel, etwas Übles. Und du begehst so lange diesen Frevel, bis du bei Allah, bis du in das Höllenfeuer hereingeführt wirst. Und der Mensch wird so lange lügen und lügen und er strengt sich an mit dem Lügen, bis er bei Allah als Lügner dasteht. Allahu Akbar. Stell dir vor, dein Name über den sieben Himmel. Es steht Ahmed Kazzab. Wer würde das für sich erlauben? Wer würde das für sich akzeptieren? Es steht Mas'ud Kazzab bei Allah über den sieben Himmel. Ya dakir al-ashab, kum mutaddiban.